So, hallo, willkommen in der kleinen Garage. Ja, die Werkstatt ist leerer geworden. Man sieht es vielleicht nicht gleich am ersten Blick, aber heute habe ich den Rahmen weggebracht, eben gerade raufgefahren zum Christian, zum Pulvern. Der nimmt ihn mir mit. Morgen in der Früh ist er schon beim Pulverer. Also es geht eigentlich rasend schnell voran. Natürlich habe ich in der Zwischenzeit einiges gemacht. Ich habe mit sehr viel Liebe diesen Motor gereinigt. Jetzt ist er fertig. Und wie ich das jetzt gemacht habe, schauen wir uns jetzt das Video an. Und anschließend habe ich ganz geile Bilder gemacht. Bitte dranbleiben, schaut euch das an. Ich bin selber ganz begeistert, schaut wirklich geil aus. Die ist noch nicht gereinigt und das werden wir einfach nur ein bisschen zeigen. Und zwar, ich verwende ein Vlies. Das ist jetzt von 3M, das kann natürlich von wem anderen auch sein. Ich habe das halt. Und dann habe ich da so ein Wiesel oder eine Spachtel. Die passt ganz gut in die Rippen rein. Da lege ich einfach das Vlies drüber. Und dann geht's schon los. Und wenn man das endlos oft macht, dann ist es ja irgendwann einmal richtig toll sauber. Das geht natürlich schnell an die Stellen, wo man wirklich gut hinkommt. Darum zeige ich es auch an dieser Stelle. Wenn man dann oben drüber putzt. Und dann ein bisschen abpinselt. So. Ja, ich weiß nicht. Am Video schaut es immer irgendwie viel geiler aus. Es schaut alles sauber aus. Auf jeden Fall, so geht's. So wieder blitzeblank und sauber. Ja, natürlich haben wir auch die Felgen gut geputzt. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt. Die Vorderfelge ist super gegangen zum Putzen. Ich habe es ein bisschen mit Soda gestrahlt. Anscheinend zu wenig, aber für mich reicht das aus. Ich will gar nicht, dass die Sachen so super sauber glänzen. Ich will nur, dass sie dann später wieder gut zum Reinigen sind.
Der Felge hat einen sehr guten Zustand, wie es wahrscheinlich bei fast allen Hochschulterfelgen ist. Sie hat eigentlich so gut wie keine Kratzer und die Speichen alles tippitoppi. Ich drehe es noch um, dass man sich das anschaut. Wie ich es gekauft habe, hat das... wie ich es gekauft habe, hat die Felge schon diese... ein bisschen eng... hat die Felge schon die neuen Scheibenbremsen drauf gehabt. Also die ist wirklich so gut wie neu, ganz wenig nur benutzt. Das freut mich sehr. Ihr werdet es sehen, wir werden das mit dem Christian sein Material vergleichen. Sein Fahrzeug hat nicht 60.000 Kilometer drauf, hat er mir heute gesagt, sondern 80. Und da sind nicht nur die Bremsen hinüber, sondern andere Sachen auch noch. Aber das besprechen wir dann wieder beim Christian beim nächsten Mal. Ja, letztes Mal habe ich nur angesprochen, dass meine Ventildeckel leider zerkratzt sind. Es sind dann doch beide zerkratzt gewesen, einer sehr stark, der andere leichter. Ich habe dem Josef geschrieben, habe ihm das geschildert und siehe da, ich habe mir einen schönen Ersatz geschickt. Der ist zwar auch vom Lack vielleicht nicht optimal, ich probiere das einmal, ob man das so sehen kann, aber er ist frei vom Kratzern. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Patina finde ich eigentlich lässig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die neu überarbeiten will. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Und zwar, die Firma Wilbers unterstützt mich bei dem Projekt. Und ich bekomme ein Federbein, das speziell abgestimmt ist. Gut, speziell abgestimmt sind sie ja nicht alle. Aber ich habe ja schon ein gutes Federbein von Wilbers, das war schon drauf, neuwertig, aber jetzt kommt ein besseres drauf, mit einer noch besseren Performance. Darauf können wir gespannt sein, bin vor allem ich drauf gespannt, da freue ich mich schon sehr drauf. Und möglicherweise, vielleicht, wird auch eine Cartridge angefertigt für dieses Fahrzeug von der Firma Wilbers. Das ist noch nicht ganz sicher, aber das ist etwas, was natürlich super toll wäre, weil ein Gabelumbau, so wie ihn schon viele gemacht haben, ja, was auch wirklich gut ist, ist wahnsinnig teuer und nicht mehr leicht durch den TÜV zu bekommen. Also, wenn ich mir vorstelle, dass eine Gabelbrücke zwischen 1200 und 1400 Euro kostet, dann brauche ich noch die zwei Holme dazu, die kosten 600 Euro circa, eine Manzocchi oder eine White Power, dann brauche ich ein Vorderrad, ein anderes, und ich brauche auch ein anderes Bremssystem oder eben eine andere Bremse. Ja, und wenn ich das alles habe, kann ich dann einen Strich drunter machen und dann habe ich sicher 3000 Euro mal hingelegt oder sogar mehr. Die das machen lassen haben, und zwar mit genehmigungsfähigen Teilen, die wissen, wie teuer das wirklich ist. Vielleicht schreibt es mir mal, es würde mich interessieren, wie weit ich da daneben liege mit meiner Schätzung. Ja, und noch etwas. Die Reifen. Morgen bringe ich die Felgen zu meinem Mechaniker und der macht neue Reifen drauf. Und die Reifen kriege ich dann von Bridgestone. Und da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Weil diesen Reifen habe ich noch nie gefahren. Und so schnell werde ich ihn jetzt auch nicht fahren. Also ich werde keine Erfahrungsberichte machen können, weil das Fahrzeug ja noch nicht zusammengebaut ist. Aber wenn es dann soweit ist, können wir gespannt sein. Und natürlich die Optik. Die Optik spielt eine große Rolle. Wie wirkt der Reifen auf diesem Fahrzeug? Also da können wir gespannt sein. Beim nächsten Video ist das schon alles dabei. So, das war's jetzt einmal aus der kleinen Garage. Ihr seht, es geht ganz schön viel weiter. Es wird viel gemacht. Wir werden noch einiges an Technik haben. Wir müssen den Motor nur ein bisschen reparieren. Da gibt's ein paar Kleinigkeiten zu machen. Ist nicht viel, sagt der Christian. Ich habe den Motor noch nicht angerührt. Das mache ich mit dem Christian zusammen. Der kennt sich da besser aus. Das ist sicher lustiger zum Zuschauen dann. Ja,
Genau, was ich unbedingt noch fragen wollte, was kann ich machen, dass für euch die Videos noch interessanter werden? Wollt ihr mehr Technik, weil ich filme nicht alles mit? Wollt ihr mehr von den Sachen sehen, wo ich immer sage, das weiß jeder oder so? Also wie zum Beispiel das letzte Video, wie das Fahrzeug zerlegt worden ist, da wird es nur oberflächlich gezeigt, weil ich eben davon ausgehe, dass sehr viele wissen, wie man so ein Fahrzeug zerlegt, muss aber nicht sein. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich würde das wahnsinnig spannend finden, wie man so einen Stoßdämpfer hinten ausbaut oder wie man die Lager in der Gabel wechselt oder so, dann können wir das natürlich mitfilmen, weil gemacht werden diese Arbeiten sowieso. Nur stellt sich immer die Frage, das gibt's natürlich schon 100.000 Mal im Netz, jeder hat das schon mal mitgefilmt, ist das wirklich notwendig, dass wir das jetzt nochmal filmen? Schreibt's mir das und ich werde mir das anschauen und dann werde ich probieren, dass ich mich so gut wie möglich dann auch richten kann, dass für euch meine Filme noch interessanter werden. So, das war's. Bis zum nächsten Mal bei der kleinen Garage. Liken, abonnieren, sage ich gar nicht mehr. Oder ich sage schon immer wieder mal, aber nicht jedes Mal. Lass das bitte, es hilft mir sehr. Muss ich eh nicht mehr erklären, warum. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.